Ja, schon als Kind hatte ich immer Freude an Hunden. Ich habe jede Gelegenheit wahrgenommen, mit unserem Barry ein Spiel einzuüben. Und das hat mir gefallen. Später habe ich mich entschlossen, mir selber einen Hund suchen zu tun. Und habe nach einer aktiven Beschäftigung gesucht, die mir uns zwei Freude macht. Das Schlüsselerlebnis war, als ich mit meinem Hund bin, spazieren zu tun. Und da hat Redoc Demo gehabt, wo sie vorgeführt haben, was sie machen. Mein Hund hat Freude gehabt, ich habe Freude gehabt, dann habe ich gewusst, das machen wir. Ich finde, wir haben alle ein schönes Leben hier in der Schweiz. Wir haben alle Ressourcen um uns herum. Mir selber geht es sehr gut, ich bin gesund. Und ich bin der Meinung, dass ich einen Teil von meinem Leben auch an der freiwilligen Arbeit einsetzen kann. Und vielleicht jemandem helfen, der das benötigt. Jedes Training ist eigentlich eindrücklich, vor allem wenn man sieht, was unsere Hunde leisten. Das ist wirklich cool. Und wie wir uns verlaufen können, wie wir im Team arbeiten. Ein Highlight war natürlich letztes Jahr, wo wir einen Heliflug gemacht haben, wo wir unter die Rasse gehängt wurden, an einem langen Seil. Aufgezogen, transportiert, an einem anderen Ort wieder runtergelassen worden. Und erstaunlich, wie der Hund eigentlich das hat cool genommen und gesagt, wenn du bei mir bist und ich bei dir, das stimmt. Ich möchte alle Leute motivieren, die in dieser Situation sind wie ich, dass sie sich selber engagieren, in einer freiwilligen Arbeit, sei es beim Roten Kreuz, sei es irgendwo. Und das wäre schön, wenn wir uns an einem Ort treffen würden.